Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag zu Cyberpunk 2077. So, dann rufen wir mal den guten Detective Ward, wie auch immer. Den werden wir mal kurz anrufen. River Ward, Ward. Kann ich das Auto hier nehmen? Hier ist Ward. Wer ist da? Ich bin Vee, untersuche den Tod eines gewissen Lucius Ryan. Ich frag mich wieso? Du bist kein Cop. Ich führe in der Sache eine Privatermittlung durch. Viel Glück dabei. Und tu mir einen Gefallen. Vergiss diese Nummer. Ich mag Schnüffler so wenig wie Calientes Cop. Ich bin kein Privatdetektiv. Was dann? Triff mich und find's raus. Okay, ich bin gleich im Chubby Buffaloes. Schon unterwegs. Das geht ja einfach. Na gut, dann fahren wir mal in Chubby Buffaloes. Was ist das hier? Ich finde, die Karre sieht ganz cool aus. Da sehen wir uns mal so ein bisschen. Hab ich schon ewig nicht mehr so richtig. Naja. So, wo müssen wir jetzt hier lang? 1,2 Kilometer da in diese Richtung. Wo kommen wir hier runter? Da kommen wir runter. Bist du blind? Ich hab das schon gesehen. Hab dich noch nicht berührt. Alles cool. Ist hier so die Zielführung gerade nicht so geil? Oder. Ja, irgendwie Straßenführung. Ah, ja, jetzt. Jetzt kommt er. Uiuiuiui, das Auto ist aber echt schwammig. Ist ja richtiges Kackwetter hier gerade. Ich wusste gar nicht, dass hier so nebelig und diesig werden kann. Das ist ja wie Wirklichkeit gerade draußen. Der hat aber hier rums die Karre. Eieieiei. Oh, ich habe schon wieder Angst, dass ich irgendeine Kreuzung jetzt verpasse. Ich bin etwas schnell unterwegs. Oh, Alter, krass. Oh. Nur antippen. Oh, yeah. Ja, wir müssen mal kurz bremsen. Der mich da gerade. So. Wo müssen wir. Wir müssen nach oben. Nach oben ist dann. Ja. Da hoch. Okay, alles klar. Ist das hier oben auf der Autobahnbrücke? Aha. Was ist das denn für eine kaputte Straße hier? Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind hier unten. Gott. Okay, ja, ich entschuldige mich nach wie vor immer nochmal hier für diese komischen Grafik-Bug-Fehler. Ich habe nach wie vor nicht rausbekommen, woran das liegt. Ich habe es im Spiel nicht. Ich habe es in der Aufnahme denn nachher. Ich weiß noch nicht, wie ich es beseitigen kann. Zufolge, sorry, falls das immer wieder. Ist ja immer mit der Map irgendwie in Verbindung. Falls das wieder auftreten sollte. Entschuldige ich mich jetzt schon mal für. Aber zum Glück war es ja bis jetzt immer nur in der Map eigentlich. So, dann steigen wir mal aus. Gucken wir mal, was der gute Wort hat. Können wir was mitnehmen? Wir Lesestoff. Ich glaube, da würde ich jemand sprechen. Das ist richtig. Frag mich weswegen. Bist du River Ward? Wer bin ich? Wie, richtig? Mein Partner, Detective Fahnen. Besser. Okay, danke für das Treffen. Neuerdings auf Schmusekurs mit Söldnern? Halt mal den Ball flach. Ich will nur hören, ob es irgendwas Neues zu Ryans Tod gibt. Ryan? Immer noch? Der Boss hat doch gesagt, du sollst es gut sein lassen. Du weißt, er hasst es, sich wiederholen zu müssen. Und falls dir der Boss am Arsch vorbeigeht, hör wenigstens auf deinen Buddy. Lass es gut sein. Ich mach doch gar nichts. Sitz nur hier, lauf Kaffee und hör mir Tratsch an. Okay. Mach, was du willst. Aber lass mich aus der Sache raus. Ich muss eh meine Tochter abholen. Und ihr zwei solltet euch eine ruhige Ecke suchen. Nicht, dass jemand mithört.
Okay. Weiter. Ja, okay. Detective Hahn mag wohl keine Edge Runner. Nimm's nicht persönlich. Er mag niemanden besonders. Nur seine Tochter. Und was willst du? Vor dem Anschlag wolltest du mit Ryans Leuten reden, ihnen irgendwas sagen. Was war das? Weißt du, was ich mich frage? Was interessiert dich das alles? Wer bezahlt dich? Sorry, die Namen meiner Kunden sind vertraulich. Tja, dann hast du hoffentlich noch mehr heiße Spuren. Denn von mir wirst du gar nichts erfahren. Übrigens weder aus Gemeinheit noch Neugier. Ich schütze nur meinen eigenen Arsch. Hier geht's auch um meine Sicherheit. Also, bevor ich dir was erzähle, muss ich wissen, für wen du arbeitest. Toll, als ob ich sowas... Das ist irgendwie, das mag ich an dem Spiel irgendwie wirklich nicht. Da, das muss ich wirklich kritisieren. Du hast zwei Auswahlmöglichkeiten. Gehen wir. Der labert dich mit der einen Sache jetzt zu und ich muss dann trotzdem die andere nehmen. Mann, ist das laut hier. Das ist ein scheiß Werbespot da oben. Liz und Jefferson Perales haben mich angeheuert. Der zukünftige Bürgermeister. Hätte ich mir ja denken können. Weißt du was? Anne hatte recht. Hier gibt's entschieden zu viele Ohren. Mein Wagen steht draußen. Okay, klar. Was ist denn mit der Eulen hier, mit den roten Haaren? Was ist mit ihr? Was hat die für ein Problem? Die irgendwie Parasiten oder sowas? Irgendwie, hier fliegt doch sowas um die rum. Ach nee, ist der Müllhammer jetzt hier. Was ist mit dir nicht richtig? Hast du dich verlaufen? Nee, hab ich nicht. Spielt denn die da? Okay. CD Projekt. Okay. Das ist aber funk, das sieht so ein bisschen so aus. Roach. Ne, das ist was anderes da oben. Hm, okay. Ja, jetzt gucken wir. So, stopp, wo ist denn der jetzt hin? Da ist er. Der ist jetzt echt aber hier ein schönes, ne? PP-Wetter. Musik ausmachen? Ein paar Jungs vom Revier haben Howard in Arroyo gesehen. Hat auf Tonnen geschossen. Hat von dem Treffen mit Ryan gefaselt. Der schon wieder mein Auto gerade an ihr... Wen? Peter Howard. Der Cyberpsycho, der Ryan später angegriffen hat. Haben ihn nach Downtown gebracht, aber dann kam er ihnen abhanden. Also hast du eine Bedrohung in ihm gesehen und wolltest Ryan warnen? Nur so, weil du ein herzensguter Mensch bist? Das klingt ja so, als müsste ich mich dafür schämen. Das nicht. Ist nur heutzutage ziemlich ungewöhnlich. Du sagst, er kam abhanden. Was soll das bitte heißen? Das heißt, irgendwer wollte verhindern, dass er hinter schwedische Gardinen kommt. Und bevor du fragst, nein. Ich weiß nicht wer. Jetzt hab ich mal eine Frage. Warum interessiert sich Perales plötzlich dafür? Und warum auf inoffiziellen Weg? Ich schätze, Perales will Holt diffamieren. Glaubt, Holt steckt mit drin? Selbst wenn nicht, ein ermordeter Bürgermeister macht sich nicht gut im Lebenslauf des Stellvertreters. Sagt dir das Red Queen's Race was? Weißt du, was das ist? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hat das was mit Ryans Tod zu tun? Er wollte da an dem Tag hin, als er starb. Okay. Wir besuchen meinen Informanten. Alles, was ich weiß, ist, dass es ein schicker Club ist. Weiß aber nicht, wo. Mein Informant könnte es wissen. Danach gehen wir zu Howards Arbeitgeberin. Oder wir reden zuerst mit ihr. Wie du willst. Besuchen wir deinen Informanten. Der Club hat Priorität. Meinetwegen. Ich überspringe jetzt diese Autofahrten mal, weil es ist schwierig hier rauszugucken. Das geht zwar noch bei dem Auto. Er. Rede du mit ihm. Ich warte draußen. Ich würde da diese Beleuchtung. Er wird es verstehen. Okay, dann warte hier.
Ist ja eh egal, was dich denn so... Und es gibt diese Grafikbugs. Ich finde, der sieht halt in dem Auto immer so komisch aus, deshalb... Oh. Das ist ja ein schönes Auto. Aber ich habe aktuell kein Geld. So, na, dann gehen wir mal hier rein. Max Immune. Schauen wir mal. Betritt das Geschäft. Was haben wir denn hier so Schönes? Mhm. Sehr interessant. Naja, wer drauf steht, ne? Wie gesagt. Mhm. So, dann zampt mir, würde ich sagen, oder? Die Folge wieder FSK 18 machen. Naja, was soll's. So, Red Room. Okay, so, Igor, bist du hier? Bist du Igor? Geht's hier noch rüber hin? Ah, hier sind du dich inspirieren lassen? Oder suchst du was Bestimmtes? Hier wirst du auf jeden Fall fündig. Ich suche einen Club. Red Queen's Race. Ich an deiner Stelle würde mir lieber was Gastfreundlicheres suchen. Das Lizzie's in Kabuki zum Beispiel. Oder das Clouds in Japantown. Ich will eine Adresse. Der Club ist nur für geladene Gäste, okay? Wer die Adresse nicht kennt, ist da nicht willkommen. Igor lässt grüßen. Fuck, nein! Ich hab gesagt, ich bin raus! Lasst ihr mich nicht alle in Ruhe! Jetzt muss ich hier noch hinterher rennen, den Typen. Oh, fuck! Hallo, hier. Verpiss dich! Ganz ruhig. Ich hab nur eine Frage. Hier gibt's nichts zu sehen. Na los, verzieh dich! Alter. Lass mich in Ruhe, Mann! Du kannst mich zu nichts zwingen! Können wir wohl. Und das werden wir. Sag uns, wo wir das Red Queen's Race finden. Ich weiß es nicht! Ja, komm, und das... Achso, ich muss näher ran. Ja, sag das doch! Oh, ich kann ihn schlagen. Wir sind zu zweit, du alleine. Rede lieber. Du hast doch einen Laden. Also solltest du bis zwei zählen können. Wir sind zwei, du allein. Sag uns, was wir wissen wollen, und du erfährst nicht, wie es sich anfühlt, unterlegen zu sein. Jedenfalls nicht mit Gewalt. Ist ja gut, chill mal. Der Laden liegt außerhalb der Stadt am Fluss, nahe Benita Street. Was dort? Für ein paar Lieferungen. Ware, manchmal Leute. Aber was ihr da wollt, ist mir schleierhaft. Club ist leer. Haben ihn dicht gemacht. Dicht gemacht? War das vor oder nach Ryans Tod? Kurz danach, glaube ich. Danke, Nia. Beschissenes Pech. Ja, manchmal läuft es halt nicht richtig rund. Das nenne ich mal einen Durchbruch. Sieht vielversprechend aus, aber wir sollten trotzdem zum Markt fahren. Markt? Howards Boss. Ist eine gute Spur. Die sollten wir auf keinen Fall außer Acht lassen. Fahren wir zum Club. Die Spur scheint mir besser. Okay, wir machen, was dein Bauchgefühl sagt. Kommst du mit? Ja, klar, gerne. Nicht. Wir gehen ins Auto. Mach ich gleich. Wir wollen kurz hier mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. In solchen Seitengassen hier ist ja manchmal was. Ja, das zum Beispiel. Wie bist denn du, Neil? Hast du dich jetzt einfach... Ich sitze hier einfach und spielst du da hin hier rum? Okay. Du musst nur abgehauen. Du bist hier abgehauen, ne? Gibt's hier irgendwie... Kann ich hier irgendwie... Gewaltsam öffnen? Geht. Das ist kein Problem. Ja, mal ein bisschen stöbern hier. Was haben wir hier Hübsches? Ist hier irgendwas? Ne, hier gibt's ja echt nichts, ne? Ja, okay. Gut.
Da kommen wir theoretisch auch rein. Da sind wir wieder im Laden. Okay, denn da brauchen wir nicht rein. Das ist Quatsch. Okay. Na dann. Ist hier noch irgendwo was gewesen? Das ist ein Tor. Können wir das öffnen? Was ist denn hier drin? Hey. Eieiei. Ja, manchmal gibt es da hier so eine schöne Hintertürchen. Alles looten, alles looten. Und wir brauchen das aber eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir das alles nicht. Ist hier noch irgendwas, was wir hier brauchen? Nein, ist nicht. Okay, dann steigen wir mal zu Ward ins Auto. Dann fahren wir mal zu diesem komischen Club. Ja. Hier nicht schon mal? Hier waren wir schon mal. Ja, hier waren wir das schon. Hier haben wir noch einen Penham abgeholt. Genau da. Wo ist jetzt hier der Club? Komm weh. Das ist das Anime-Gebiet. Das ist Animal-Gebiet. Das sehe ich. Kürzlich einen von denen eingelocht? Kürzlich? Nein. Aber sind nicht gerade Fans von Bullen. Ohne Durchsuchungsbefehl kann ich nicht rein. Doch du? Hm. Okay, ich melde mich. Wenn du was findest, sag Bescheid. Okay, das ist direkt gegenüber gewesen. Interessant. Ja, ich bin ja kein Bulle, also gehen wir mal rein. Yeah! Doppelsprung. Oh, was jetzt? Ja? Hallo? Du hast mich gerade angerufen, Kuppel. Na gut, dann halt nicht. So. Na, Schnucki? Verpiss dich! Hier gibt's nichts zu sehen. Okay, leider nicht. Dann müssen wir da so rein, Tatsache. Interessant. Müssen wir brutal werden? Ich will eigentlich jetzt nicht brutal werden. Nicht mit dem Cockpit dran. Tatsache. Ich muss auch nicht brutal werden. Das Spiel ist ja so geil. Ich kann hier gar nicht durch, ne? Achso, warte mal. Ich kann ja hier sogar... Ich bin... Ja, das ist, glaube ich, nicht gut. Ich suche einen Club. Red Queen's Race? Ist zu. Öffnet auch so bald nicht mehr. Dann kann ich mich also drinnen mal umsehen? Nein. Kein Umsehen. Verzieh dich von hier. Kommen wir hier irgendwie anders rein? Ich will jetzt... Ich will die nicht umbringen. Tatsache. Also, nicht. Na, wenn es nicht anders geht, ballern wir uns da wieder den Weg durch. Ist klar. Kommen wir hier durch? Kann ich irgendwie öffnen oder so? Ja. Ja, können wir nicht. Öffnen. Ja, super. Was öffnen wir da? Ich habe keine Ahnung, was wir da öffnen. Ach, wir haben da eine Tür geöffnet. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. kommen wir hier hoch? Ah, hier geht's runter. Hier ist eine Seitentür. Die Animals haben nicht mehr so viele Wachen. Haben die bestimmt ewig nicht gecheckt. Feindlicher Bereich. Okay. Oh ja. So. Oh, schönes Auto hier. Kann ich die Tür... Ich kann hier aber auch nicht schließen, ne? Na, ist egal. So. Ja, komm, steh mal auf. Das hier kann man doch bestimmt... Das ist eigentlich Munition. Oder auch nicht. Erschaffe dir Zutritt zum Club. Ich
Ich würde gerne diese Kameras wieder ausschalten. Hm, wo sind denn hier welche? Ich sehe gerade auch keinen. Ich würde die gerne mal anpingen, um kurz zu sehen, wo die alle sind. Und wie viele das sind. Kommen wir hier irgendwo hoch? Wir haben ja Doppelsprung. So, ne? Was? Okay. Das funktioniert Tatsache, aber das bringt uns nichts, oder? Doch, kommen wir hier rein? Sieht aus wie eine normale Werkstatt. Der Club ist hier. Glaub mir. Du meinst, du hast eine Ahnung? Cop-Intuition? Sowas in der Art. Ach shit, sind doch ein paar. Gibt's hier irgendwelche Kameras hier drinnen? Ich finde, wir haben hier einen coolen Weg eigentlich reingefunden, Tatsache. Okay, wir müssen nach unten auf jeden Fall. Ich würde aber erstmal hier oben kurz gucken. Der läuft runter. Okay. Ich glaube, Tatsache, dass die uns hier nicht sehen. Ich würde den jetzt gerne ausschalten, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Der hat so eine komische Faust. Das ist ein Totengräber. Durchbricht das Eis eines Gegners und macht alle mit dem Netzwerk verbundenen Gegner und Geräte. Hm, wir sind da noch nicht weit genug, was das angeht. Ich weiß nicht, die Faust da oben drüber. Ich speichere die auch nochmal, bevor der Scheiß hier gleich losgeht. Wie komme ich jetzt an den von hinten ran? Komme hier gar nicht durch, ne? Ne, komme hier gar nicht durch. Da ist ja auch eine Scheibe hier, Alter. Ja, moin! Wir versuchen es dann doch mal von der anderen Seite vielleicht. Flacker, flacker, die drei. So, der da ist ja runtergelaufen. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier von hier rankommen. Was ist das für ein Symbol? Das ist wieder ein Radio, was hier oben anders war. Ah, der Fernseher. Ah, ist wieder. So. Da hinten ist er hochgelaufen, kann das sein? Ich würde halt gerne da rein. Und den Typen da drinnen erstmal ausschalten. Mich gehört, verdammt! Wie? Alles okay? Wurde entdeckt. Okay, halt durch. Bin gleich da. Das ist Tatsache jetzt leicht belastend. Vertraut für den Scheiß. Achso. Na, das war knapp. Alter, was schwingt die hier für Hammer rum? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, da unten ist noch einer. Getroffen. Ist hier noch einer? Ach ja, da ist ja noch einer. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ist die dicke. Alles klar. Gut. Nehmen wir jetzt mal die Waffe, falls wir einen Nahkampf müssen. Okay. Läuft. Ich glaube, wir haben alle getötet. Gut. Der Kopf macht mit.
Wir verlinken uns natürlich erstmal ganz in Ruhe, ne? Erstmal ganz in Ruhe verlinken hier. So, was haben wir denn? Wir haben 55, 55, 55, 1C, 1C. Das heißt, wir könnten das eigentlich schaffen. Also wir haben jetzt eigentlich eine 55, dann könnten wir nochmal eine 55 machen. Dann könnten wir eine 1C und nochmal eine 1C setzen. Dann bräuchten wir aber wieder eine 55, die wir nicht haben. Okay, 55, 55. Dann eine 1C, dann eine 1C. Ja, okay, hier, 55, 55. Dann eine 1C, nochmal eine 1C und dann wieder eine 55. Sehr schön, alle drei. Das läuft, das finde ich gut, alle drei. Mir lügt nicht. Hat zu viel Schiss. Wie viel Geld haben wir dafür gekriegt? Der Club muss hier irgendwo sein. In der Werkstatt, schätze ich. Oder darunter. Jetzt habe ich dich, Ratte. Ist da noch einer? Sind die doch hier? Ja, ging das hier lang? Das nur nicht. Stirb, Hurensohn! Hat der mich gerade Hurensohn genannt? Oh oh. Dicky kommt. Danke. Naja, wir müssen ja hier nicht alle immer umbringen, ne? Diese Hammer würde ich aber gerne mal aufsammeln. Tatsache. Oh, da war ich daneben geschossen. Nochmal daneben geschossen. So, ja, aber der verreckt. Dank dieser guten Waffe hier. Gucken wir mal, wie alle da unten raus. Da werden wir wahrscheinlich rein müssen. Oh, was schießt denn du? Da hinten ist doch genau einer, ne? Da unten. Liebe ich ja, ne? Die ist schon nice. Die finde ich schon ziemlich sexy. Die ist schon echt geil. So, was haben wir hier? Ah, Hammer! Munition. Okay, gut, dann gehen wir mal nach unten. Nehmen wir natürlich erstmal die hier wieder in die Hand. Natürlich, oh, da bist du. Okay, haben wir natürlich soweit erstmal alle getötet. So, dann looten wir hier nochmal ganz kurz ein bisschen. Sehen wir was? Na, ich glaube, mittlerweile sind sie auch alle gekommen, ne? Hm, gehen wir mal in den Club, würde ich sagen. Das geht definitiv darunter. Ja, okay. So, looting, 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 looting. So, und wie ihr euch denken könnt, wird das definitiv in der nächsten Folge passieren und wir werden uns da unten mal den Club angucken. Gespannt, ob da irgendwas noch ist. Ich will diese Waffe. Waffe! Danke! Okay. Gut. Dann haben wir soweit alles. Ja, haben wir soweit alles. Alles klar. Na dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und in der nächsten Folge gucken wir uns mal an, was da unten so schön alles drin abgeht. Bis dahin, haut rein. Tschüss!